Ja, wir sind hier im Phelps Hospital, eine Autostunde nördlich von New York City. Und wir sind hier genau in jenem Flügel, wo die Impfungen eben stattfinden. Und wir haben hier einen Arzt aus der Intensivstation, Dr. Hugh. Er wird jetzt praktisch demonstrieren live hier, wie so eine Impfung abläuft. Wir gehen hier jetzt in diesen Raum hinein, Dr. Hugh. Er hat selbst keine Bedenken hier, sich die Impfung geben zu lassen. Und jetzt werden wir sehen, wie das hier abläuft. Jetzt wird das Protokoll eben durchgegangen. Die Mitarbeiterin fragt jetzt irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter. Das ist auch sehr wichtig. Und jetzt sieht man, jetzt beginnt das Ganze. Natürlich der linke Oberarm desinfiziert. Und jetzt die Impfung. Ganz normal, fast wie eine Grippeimpfung. Did it hurt? Absolutely not. It's a little pinprick of sorts, just like any flu shot. And we get those routinely all the time, so I'm actually not worried about that at all. Especially no burning, no, just a little prick. Just a little prick. So it's actually very easy to do, and it's kind of like not even as bad as a mosquito. Also er sagt, das ist wie ein Moskitostich, wie ein Mückenstich in Wirklichkeit. Also das Ganze ist jetzt, wie man gesehen hat, in wenigen Sekunden abgelaufen. Der ganze Vorgang hat gedauert, vielleicht 20 Sekunden. Und jetzt, was erwartet wird bei dieser Impfung, sind ähnliche Symptome wie auch bei einer Grippeimpfung. Er erwartet hier jetzt keine großen Komplikationen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.